Hallo und herzlich willkommen bei Kite & Friends, dem Magazin für die deutschsprachige Drachenszene. Stablose Drachen in Drachenform sind offensichtlich schwer in Mode. Kaum ein Drachenfest, auf dem diese mythischen Kreaturen nicht in der Luft sind. Neu auf dem Markt der professionellen Drachenbändiger, Rolokite aus den Niederlanden, die einen Drachen in drei verschiedenen Größen und mit frei wählbaren Farben auf den Markt bringen. Hinter dem verhältnismäßig jungen Firma Rolokite steht Roland Verheul, der sich seit 2005 professionell mit Drachendesign und aufblasbaren Strukturen beschäftigt. Begonnen hat Rolands Karriere im traditionsreichen niederländischen Drachenladen Flieger Op. Später wechselt er an die Uni von Delft und an das Elmbach-Institut in der Schweiz. Im heutigen Test Rolands Mini-Drachen. Mini ist dabei der kleinste Drachen im Bunde, denn der Drachen wird in drei verschiedenen Versionen geliefert. Farbtechnisch stehen den Interessenten alle erdenklichen Möglichkeiten und Farbkombinationen zur Verfügung. Wem die Farbauswahl der auf Lager befindlichen Drachen nicht zusagt, der kann auf der Homepage von Rolokites auf einen Colorizer zurückgreifen und hier seinen eigenen Drachen gestalten. Schauen wir uns den Mini-Drachen von Rolokites doch einmal näher an. Die Dachhornverstärkungen sind sehr sauber aufgebracht. Insbesondere im Bereich der Wagenaufhängung wurden diese recht aufwendig in einem Stil, wie wir bis dato nur bei den Mantraken Paraglidern gesehen haben, ausgeführt. Und auch die Wagenleinen sind in einer Art und Weise geknüpft, wie dies bei den Profis der Paraglider zu bewundern ist. Knoten, welche die Bruchlast etwas verringern könnten, Fehlanzeige. Sämtliche, aber auch wirklich sämtliche Schnurverbindungen sind sauber gespleist und zusätzlich vernäht. Drei großzügig dimensionierte Reißverschlüsse sorgen für eine schnelle Entlüftung bzw. erlauben einen Blick in das Innere. Auch diese Reißverschlüsse sind sehr sauber eingesetzt, mit Verstärkung hinterlegt und insgesamt top verarbeitet. Der positive Eindruck setzt sich im Inneren des Drachens fort. Die Nähte sind zwar einfach, aber auch sehr sauber ausgeführt. Durchbrüche, wie beispielsweise in den Profilrippen, wurden zusätzlich mit Schnur umnäht, um ein Einreißen bzw. Ausfransen zu verhindern. Auffällig ist zudem, dass jede Endspitze des Flügels, die Hauptkrallen der Füße und die Spitze des Schwanzes mit kleinen Öffnungen bedacht wurden. Diese pfiffige Lösung soll dazu beitragen, dass eventuell eingesammelter Sand oder Wasser wieder schnell den Drachen verlassen kann, ohne dass der Drachenbändiger eingreifen muss. Alles in allem fährt der Midi Dragon eine Top-Bewertung in der Baubewertung ein. Sehr gut durchdacht und umgesetzt macht dieser Drachen bereits in der heimischen Werkstatt richtig Freude. Eine Freude, die auf der Drachenwiese eine Fortsetzung finden soll. Beim Auspacken des Drachens wird wieder so ein kleines Feature sichtbar, das Roland pfiffigerweise eingebaut hat. Die Wagenschnur ist auf einem Winder, wie wir ihn aus dem Lenkdrachenbereich kennen, befestigt. So simpel diese Lösung ist, so wirkungsvoll ist sie auch. Wir hatten bei allen unseren Testflügen kein einziges Mal Leinensalat. Als Lifter haben wir bei den Tests bei mittlerem Wind einen One-Skin eingesetzt. Ein 4 Quadratmeter Linnlifter sollte es aber auch tun. Belüftet wird der Dragon über drei Lufteinlässe. Zwei in den Flügeln und ein Einlass im Maul. Alle Lufteinlässe wurden in Ventilform ausgeführt. Während die Garze in den Flügeln mit zusätzlichem Stoff hinterlegt wurde, verschließen Ober- und Unterkiefer des Mauls den dortigen Lufteinlass. An der Lifterleine steht der Flugdrachen mit leichtem bis moderatem Zug sehr ruhig in der Luft. So ruhig, dass wir mutig werden. Der Mini-Dragon wird von seinem Lifter befreit und darf nun frei fliegen. Okay, wir sind auf Fahne, der Wind ist auflandig und bläst der perfekten Stärke. Im Binnenland mag es anders aussehen, aber hier auf der Insel der Drachenflieger steht Rolands Drachen auch ohne Lifter stabil in der Luft. Alles in allem macht der Drachen von Roland Verheul richtig Spaß. Der Drachen ist top verarbeitet, in der Midi-Version stabil und haltbar aufgebaut und verfügt über sehr viele tolle, pfiffige Detaillösungen. Auf der Drachenwiese ist das Flugtier einfach zu beherrschen und ist ganz gewiss ein Blickfang in der Luft. Wenn wir uns irgendetwas von Roland wünschen dürften, dann wäre es ein wenig mehr Details im Finish. Ansonsten lässt dieser Drachendrang wirklich keine Wünsche offen und ist zu Recht der Renner unter den Stablosen im Drachenjahr 2015.